Und bevor es zum Video jetzt geht, ja, bevor wir jetzt diesen Döner testen, schreibt alle mal in die Kommentare Happy Birthday nachträglich, weil dieser junge Mann ist 80 Jahre alt geworden. Wahnsinn. 80 Jahre alt. Und schaut euch mal seinen Style an. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Foodflash. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute wieder mit einem ultimativen Test einer Neueröffnung. Nee. Und zwar ist die Rede von Hakan Abi. Hakan Abi? Hakan Abi, das ist ein ganz, ganz junger Kerl, ja, der einen Dönerladen aufgemacht hat. Oh. Und angeblich soll er irgendwie Berliner Döner anbieten. Oh, ja, also genau wie in Berlin, so einen richtigen, ja, Berliner Döner. Schnell, der ging halt eine Zeit lang wirklich richtig viral durch TikTok, Instagram und so weiter und so fort. Und wir sind leider ein bisschen spät dran mit dem Test, aber lieber zu spät als halb zu früh. Ja, genau. Auf jeden Fall checken wir mal den Dönerladen ab und sagen euch dann unsere ehrliche Meinung zu Hakan Abi. Noch eine Sache. Was denn? Dass alle Leute auch wissen, wo der Laden ist. Hakan Abi befindet sich in der Wohlwillstraße mitten in St. Pauli. Und da gehen wir jetzt hin. Let's go. Let's go. Zwei Döner bestellt, einmal mit Kalbsfleisch, einmal mit Hähnchen. Ja. Das Kalbsfleisch habe ich mit einem Brioche-Brot genommen, ja, dazu Knoblauch, Parmesansoße und habe so ein paar Salatbeilagen drauf. Ja, ja. Und beim Chicken haben wir Knoblauch und scharfe Soße. Okay, ich glaub, ja, wenn wir sehen. Und dazu das normale Sesamfladenbrot. Ja. Schauen wir nach, wie es schmeckt. Ne? Auf jeden Fall scheint es ziemlich beliebt zu sein bei den jungen Leuten. Mal schauen, was er so kann. Ne? Ich bleib hier stehen. Nee, du gibst dir das einfach. Ja, ja, ich geb's dir gleich. Ach genau, ich wollte ja bestimmt auch mal wissen, was das gekostet hat, der Spaß. Auf jeden Fall Geld. Ja, hat ein bisschen Geld gekostet. Hat insgesamt 14 Euro gekostet, also zweimal, also ja, ein Döner 7 Euro. Also ist mittlerweile normal. Und hier, das ist hier der Hakan Abi, der junge Kerl, der leider nicht hier vor Ort ist, ne? Der chillt irgendwo, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall ist das hier Mr. Hakan Abi. Hier, junger Kerl, guck mal. Ja, ja, ich sehe. Ja, ja, ist gut. Hakan Abi, Dönercheck Nummer 1. Wir testen jetzt erstmal K für Kalb vielleicht? Ja. Ja. Mal schauen. Das ist das Exemplar. Dünelli. Dünelli mit Knoblauch und scharfer Soße, aber die scharfe Soße hat er voll da drauf geballert. Bisschen krass, aber oh, riecht auch sehr bissig, also es riecht lecker. Let's go. Also die scharfe Soße, ne? Die ist wirklich schon, der hat ordentlich Feuer, ja, und die schmeckt ultra geil. Die sieht auch nicht so fettig aus, die sieht nicht so fett aus, weißt nee, du? Nee, das stimmt. Ne? Mega gut. Und das Brot, das ist fluffig. Es ist fluffig, siehst ja, du das? Das ist geil. Ich beiß nochmal hier rein. Den Döner, den haben sie mit Kalbfleisch, mit Zwiebeln, mit Rotkohl und wie gesagt Knoblauch und scharfer Soße belegt. Das Brot ist ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das ist ein außergewöhnlicher Döner. Weißt du, also er schmeckt lecker. Bilde dir dein Urteil, Klausi. Sieht ja irgendwie irre aus. Ja, der hat halt ordentlich scharfe Soße oben drauf geklatscht, ne? Ja. Rotkohl, Tomate, Assi-Schmack, ich kann es auch nicht meckern. Ja, es ist lecker, ne? Jetzt hast du auch, glaube ich, Knoblauchsoße, oder? Mhm. Aber es schmeckt nicht stark nach Knoblauch. Aber ich finde, die scharfe Soße ist halt sehr dominant. Ja. Ne? Er schmeckt, kann man gut essen, so, ne? Nein, also. Aber das Fleisch ist Standard. Die Zusammenstellung von diesem Döner ist sehr, sehr gut. Der Salat schmeckt gut, essen. Mit der Soße gut abgeschmeckt, wirklich, ich muss wirklich sagen. Wie findest du dieses Sesambrot?
Ach, Sesambrot ist auch wunderbar. Nein, Quatsch, ich bin ja doof. Das ist das Brioche. Oder Brioche-Brot, ja. Ja, Brioche. Also es schmeckt wunderbar, das Brot. Es ist nicht so knusprig. Also, ich habe mich vertan. Es handelt sich hierbei um ein Brioche-Brötchen. Deswegen auch die süßliche Note. Das habe ich eben total verpeilt. Aber du hast es auch nicht richtig schmecken können zu Beginn, aufgrund der scharfen Soße, weil die halt sehr, sehr würzig ist. Ne? Aber... Lecker. Das Match gut. Hat ja auch so einen butterigen Geschmack, das Brot. Da kann man wirklich nichts sagen, oder Klausi? Nee, ganz nicht. Habe ich jetzt... Okay. Du hast gekleckert, Klaus. Ich naja zu Hause wegputzen. Ja, mit Ariel geht alles weg. Zu Hause machst du da. Vorsicht, die Soße da. Oh, fuck. Ich finde aber trotzdem, dass sie den Döner etwas intelligenter belegen können. Weißt du, was ich meine? Wie meinst du das? Nee. Mhm. Mit einem Biss hast du manchmal nur Rotkohl. Ach so. Weißt du? Und ich will halt von allem etwas haben. Das muss auch ja, natürlich gekonnt sein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Round 2, Hähnchendöner, und zwar diesmal mit Sesambrot, mit dem normalen Fladenbrot. Was war das für eine Soße? Knoblauch und Schaf? Nee, warte mal. Oh, ich glaube, der hat sich vertan. Also, ursprünglich habe ich einen Kalbsdöner mit Knoblauch und Parmesan bestellt. Er hat aber Knoblauch und Schaf drauf gemacht. Dann müsste das Parmesan vielleicht sein. Ja, ich muss richtig mal gucken. Vielleicht hat er sich vertan, ich muss es rausschmecken, weil die Knoblauchsoße war auch vorne nicht so intensiv, ne? Nee, nee. Das ist mehr Knoblauch, das ist Knoblauch. Der hat sich vertan, aber ist nicht schlimm, ist absolut nicht schlimm. Ne? Iren ist menschlich. Ja, ist Knoblauch. Jetzt verstehe ich. Der hat sich komplett vertan. Das ist ein Knoblauch mit Schaf. Ne? Ja. So wie ich es haben wollte. Den Kalbsdöner, den hat er praktisch mit der Soße Also der Döner ist trotzdem lecker, aber das war eine andere Soßenwahl. Das Brot ist ganz anders. Ist in Ordnung, aber ich finde das sehr zäh. Ehrlich? Du wirst es gleich merken. Du beißt rein und du hast die ganze Zeit Brot im Mund. Wohingegen das Brioche-Brötchen oder Brot, was wir vorhin im Beef-Döner hatten, war weich, was reingebissen, du hast alle Komponenten gut schmecken können. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hähnchendöner ist am unspektakulärsten. Also einfach so vom Gesamtspektrum also, her. Ja. Geschmacklich auf jeden Fall gut. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist ein Döner, ne? Wir reden über einen Döner, wir reden jetzt nicht über Kaviar auf Toast, sondern das ist hier Döner. Die Jungs geben sich viel Mühe. Wir haben auch gerade. Nee, ist auch wunderbar angerichtet. Ja, wir haben auch gerade mit einem der Leiter gesprochen. Und die geben sich wirklich Mühe, die geben Vollgas. Ja. Und das muss man immer wertschätzen. Und deswegen finde ich auch den Döner lecker. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich die Wahl hätte, nehme ich lieber einen Kalbsdöner mit Brioche-Brot. Ne? Und das ist mir zu zäh. Aber Klaus, bilde dein Urteil. So, jetzt will ich mal reinbeißen, aber nur einmal, weil ich nicht so fett werden will. Ja, Rotkohl, Tomate. Das ist eine Knoblauchsoße, schmeckst du die? Ja, für mich könnte es was pikanter sein, die Soße. Also meinst du intensiver? Ja, für mich ist es ein bisschen sehr lasch im Geschmack. Tut mir leid, wenn ich das sage. Da war das, was man vorher gegessen hatte. Das andere war besser. Das mit Kalbs, ne? Ja. Ja. Der war geschmacklich besser. Und was sagst du zum Brot? Brot ist in Ordnung. Wie viele Punkte würdest du diesem Hähnchendöner geben? Also diesem Döner würde ich 7 Punkte geben. Von 7 10. 7 von 10, okay. Ja. Und der Kalbsdöner war eine 8, ne? War eine 8. 8 Punkte. Von okay. 10. Ich würde auch sagen, dem Hähnchendöner gebe ich eine glatte 7. Und dem Kalbsdöner gebe ich auch, würde ich auch sagen, eine gute 8 auf ja. jeden Fall. So Leute, wir haben soweit unsere Döner weggefetzt und ich bleibe bei meiner Meinung. Hähnchendöner ist auf jeden Fall lecker, ne? Aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Wohingegen der Kalbsdöner richtig lecker war ja. und dem gebe ich wie gesagt 8 Punkte.
Ne? Wir sind normalerweise nicht so die Punktevergabe-Leute, ne? aber ich richtig sagen, lecker. Wir haben ja alle zwei sehr gut geschmeckt. Ja, aber Kalbsdöner war auf jeden Fall besser. Ja, Kalbsdöner, ne? War etwas besser, ja. Ja, so. Aber man kann nicht meckern, also was die da anbieten, ist schon in Ordnung. Ja, ja, wir können ja auch dem Kollegen nochmal Feedback geben, ne? Ja, mach Let's das go, mal. Gehen wir mal los. So, ich wollte nur mal ein kurzes Feedback geben, ne? Ja. Also mein absoluter Favorit ist der Kalbsdöner. Ja. So, ne? Mit dem Brioche. Weißt du auch warum? Weil das Zusammenspiel, dieses etwas süßliche, buttrige, ja. Und du beißt halt richtig durch, ne? Bei dem Sesam ist es so, das hat mehr Widerstand, ja. Weißt du? Und das hat mir nicht so gut gefallen, aber kalt ist. Das ist so ein bisschen fluffiger. Genau, richtig. Ja. Und das hat einfach mehr Spaß macht zu essen, ja. Weißt du? Sehe ich genauso. Ansonsten also kriegst du fette 8 von mir. Das freut mich doch. Dankeschön. Okay, hau rein, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao. So Leute, wir müssen natürlich wieder an unserer Realness ein bisschen arbeiten, ne? Weil ihr denkt ja immer, dass wir uns verstecken vor so gewissen Läden. Nein, Spaß. Ja. Ne, wir stehen jetzt direkt vorm Laden, da ist auch die Schlange. Ne? Ja. Und besucht auf jeden Fall mal Hakan Abi, ne? Vielleicht ist auch Hakan Oma am Start, ne? Vor Ort. Auf jeden Fall war sein Geschäftspartner da, der das leitet. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Dude. Geschmacklich war der Kalbsdöner am besten, hat wie gesagt 8 Punkte von mir verdient, von dir auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Mal bekommen. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat, dieses kurze, knackige Video, ne? Ja. Wieder mal ein bisschen im Street-Style. Und fällt dir noch irgendwas ein? Ne, ja, und nicht nur knackiges Video, auch ein geschmackvolles Video. Ja, ein geschmackvolles Video, genau, Leute. Ne? Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Unseren Kanal zu abonnieren. Also Leute, Peace und bis zur nächsten Video. Folge. Also, Peace. Peace. Peace.